Gut? Ja. Ist gut. Wenn Daniel sagt, es ist gut, bei Technik, dann ist das gut. Diese gut. Freunde. Diese gut. Diese gut. So, Freunde, ich grüße euch. Willkommen zu einem neuen Video. Wir kümmern uns heute zusammen mit dem lieben Daniel. Hallo. Um das Schultertraining bzw. drei Schulterübungen am Kabel. Schultern stabil trainieren am Kabelzug, vorne, Seite, hinten. Wie macht ihr das? Weil das fragen sehr viele Leute und da sieht man auch immer sehr viele Fehler in den Studios. Grundlegende Fehler. So richtige könnt ihr nicht machen, das sind scheiße Fehler. Oder was sagst du? Ja, also gerade so, wenn man so in normalen Gyms trainiert, fällt das doch schon sehr, sehr oft aus. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, weil aktuell auf Instagram und so viele Reels sind. Jeder versucht irgendwie, ja, alles abzumachen und da kommt manchmal dann halt schon ein ziemlicher Gulasch raus, weil das habe ich tatsächlich vor so 10 Jahren in der Form noch nicht gesehen. Nee, das stimmt. Das wurde jetzt ein bisschen krass, gerade durch TikTok und so. Alles am Kabelzug, gebaut euch 10 Minuten irgendein Setup am Kabelzug und so Scheiß, ne? Wir zeigen jetzt mal, wie man Schultern am Kabelzug richtig macht. So, wir machen jetzt Seitheben am Kabelzug. Daniel, mal vor. Sag mal, warum du was machst. Warum mache ich was? Also grundlegend beim Seitheben ist es so, dass ihr versuchen wollt, ja, den Oberarm weg vom Körper zu spreizen. Ihr könnt euch das so merken, wenn ihr letzten Endes den Oberarm nach vorne bewegt, habt ihr tendenziell mehr den vorderen Anteil. Wenn ihr den Oberarm zur Seite bewegt, habt ihr tendenziell mehr den mittleren Anteil. Und in dieser Ebene habt ihr mehr den hinteren Anteil der Schulter. Und dementsprechend, wenn ihr Seitheben am Kabel machen wollt, ja, dann könnt ihr das grundsätzlich so machen, dass ihr den Oberarm bzw. den Ellbogen weg vom Oberkörper spreizt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Seitheben am Kabel auszuführen. Beispielsweise jetzt hier im Stehen. So hättet ihr ein bisschen mehr den Fokus auch hier oben. Letzten Endes in der Kontraktion drin. Und wenn ihr das Ganze beispielsweise im Knien macht, was ich auch sehr, sehr cool finde, habt ihr hier unten den rechten Winkel und demnach beispielsweise auch mehr die Dehnung. Also zwei Varianten, wie ihr das Ganze ausführen könntet. Ja, okay, also ich mache das nicht im Knien, ich mache das neben Knien. Ja. Was ich aber mache, ich ziehe mal ein bisschen nach hinten. Ja. Ich stelle mich ein bisschen schräg, ein bisschen mit dem Fuß nach hinten und ziehe am Körper. Ein bisschen schräg nach hinten. Die Hand hält nur, also wie du schon gerade gesagt hast, die Bewegung geht nur über den Ellbogen. Und dann komme ich quasi immer noch ein bisschen nach hinten rein. Also drehst dich quasi so gleich. Ja, ein kleines bisschen. Aber nur hier oben. Ja. Also die Bewegung noch ein bisschen. Ja. Ich persönlich mache es besser in der Seite. Das ist total. Ist gut? Ja. Ist gut. Wenn Daniel sagt, es ist gut, bei Technik, dann ist das gut. Das könnt ihr euch merken. Die spezifischen Leute würden da jetzt lateral around sagen. Das ist nämlich scheiße auf die spezifischen Leute. So, kennst du so Pull Arounds und so Zeug? Ja. Okay, vorne, Frontheben. Daniel macht das übrigens alles vor, weil wir haben gerade Push trainiert. Ich bin Tender ist out, ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendwas zu zeigen, deswegen zeigt Daniel das. Was mir auffällt, du bleibst weg vom Körper. Ja. Ich ziehe rein. Macht doch Sinn. Ich bin ein bisschen gebeugter. Stehst du da auch nochmal gleich? Nee. Ich bin im Ellbogen ein bisschen gebeugter. Ja. Nicht so krass. Und zieh so rein. Genau, ich kling das Handgelenk tatsächlich ab und ich mache mich ganz zu. Ja. Weil sobald ich ein bisschen auflasse, merke ich, habe ich mehr hier. Sobald ich ganz schließe, habe ich natürlich noch mehr Aktivierung hier auf dem Arm. Da muss ich dann nur mal aufpassen mit dem Nacken. Aber mit so leichtem geht noch auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin da schon vor der Schulter. Ich trainiere grundsätzlich gar keine vorderen Schulter. So, deswegen knallt die jetzt, glaube ich, gerade. Ja, brauchst du auch nicht wirklich. Also ich fokussiere ein bisschen mehr auf die hintere halt, ne? Weil die ein bisschen schlechter ist. Die seitliche schon auch viel, aber vordere. Also Freunde, gucken, dass ihr das vernünftig macht, dass ihr vernünftig steht, dass ihr die Bewegung ordentlich macht und dass ihr da nicht rund werdet wie ein Kobold oder so. Diese gut, Freunde. Diese gut. Diese gut. Überkreuz für hintere. Da sind die meisten Fehler mit Abstand. Die hintere treffen die wenigsten Leute gescheit. So müsst ihr halt ein bisschen mehr Ellbogenbeuge machen halt, ne? Mach ich ja nämlich. Ja. Ich ziehe die höher auf Auge und ziehe die quasi ein bisschen schräg sogar runter. Und komm unten mit der Brust nochmal richtig raus, damit ich richtig mit der hinteren reinschließen kann, weißt du? Und auch wenn ich nach vorne gehe, bleibe ich schön konzentriert und versuche die Spannung auf der hinteren zu halten. Wir haben die Schulter schon trainiert, aber kommt auf jeden Fall sehr gut an. Ich finde beides okay, mit leicht gestrecktem Ellbogen und auch mit leicht gebeugtem Ellbogen. Ich habe so immer persönlich so
das Gefühl, dass wenn ich die Ellbogen zu gebeugt lasse, es dahingehend an den Nacken halt ein Ticken mehr halt noch mitarbeitet. Ja, das kann ich ein bisschen besser rauslassen, wenn ich die gestreckt habe. Deswegen mache ich meistens gestreckt, aber das ist ja auch so eine individuelle Geschichte. Genau da habt ihr den individuellen Faktor, das, was bei euch besser funktioniert, wo euer Körper auch besser drauf trainiert ist, ja, quasi. Ne? Versucht den Nacken rauszulassen und dann wirklich nur fokussiert die hintere Schulter zu kriegen. Und so wie ihr sie halt kriegt, solange ihr sauber bleibt, ne, so schön Brust raus, nicht Nacken zu hochziehen, ja, Fokus auf die hintere Schulter, dann passt das Ganze und führt diese Bewegung, auch wenn es mein Kanal ist, ihr wisst, wie ich trainiere, aber das mache ich tatsächlich relativ kontrolliert, weil sonst treffe auch ich den Muskel nicht und das wollen wir auch nicht, dass ich den gar nicht treffe. Besonders bei der hinteren Schulter ist es halt so, ne? Also ja, hintere Schulter isoliert trainieren ist schon gar nicht mal so einfach. Nein. Und dementsprechend da auf jeden Fall Fokus auf Technik, wohingegen so eine Seithebebewegung halt auch wirklich mit einem guten Schwung Genau. Bei der hinteren sind einfach zu viele Muskeln involviert, zu viele Hilfsmuskeln, zu viele Bewegungsabläufe, die auch abfangen können. Ja. Und halt vor allen Dingen diesen kleinen Muskel komplett rausnehmen können, den ihr sonst nicht trefft, was ihr bei einer seitlichen Schulter oder so nicht habt. Ja. So, das waren jetzt drei Sachen für die Schulter am Kabelzug, einmal richtig erklärt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Für mehr folgt uns beiden, abonniert uns beide, Glocke an. Ihr kennt das ganze Zeug. Wir sehen uns im nächsten Video und macht was Gutes, Freunde.